Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass du dabei bist bei der Plastikfreien Challenge im Juli 2024. Ich dachte, heute erzähle ich euch mal unsere persönliche Geschichte, wie wir drauf gekommen sind, plastikreduzierter zu leben. 2018 sind wir von Alpisbach nach Sulden gezogen und da sind wir Minimalisten geworden. Wir haben 90% des, was wir besitzt haben, dann verschenkt und ein ganz kleiner Teil, wo man gar nicht gebrauchen konnte, weggeschmissen. Und und am Abend lag ich dann halt im Bett und habe geguckt YouTube und da war ein Vorschlag vom Norddeutschen Rundfunk, Experiment plastikfrei. Dachte ich mir, okay, ich guck's mir an und ich war total entsetzt, wie viel Giftstoffe in diesem Plastik drin ist. Das habe ich meinem Mann gezeigt und wir haben dann Schritt für Schritt umgestellt. Natürlich hat es bei uns gedauert ganz lange, aber so war das in unserer Geschichte. Und und dann sind wir 2019, glaube ich, 19 umgezogen hierher nach Lauterbach. Und ein paar Tage später haben wir gedreht mit Jenke das Experiment. Bestimmt kennt ihr das schon mit uns. Das könnt ihr auch noch googeln, und zwar plastikfrei, Plastik in mir, Jenke das Experiment, und da könnt ihr gucken mit uns zusammen. Da fehlt nur noch meine Tochter in dem Film, ansonsten sind wir komplett, und es hat so Spaß gemacht. Das war nicht irgendwie gestellt und so, wir haben einfach gesprochen, geredet, wir mussten nicht irgendwie andere Sachen machen, also es war wirklich 100%, so wie wir es gesagt haben, wiedergegeben, und es war wirklich super toll. Hat Spaß gemacht zu drehen und und jetzt guck mal, nach so vielen Jahren, wie viel sich alles verändert hat, und das war gut so. Es gibt keine Plastikstrohhalme mehr und die Ohrentabs, ne, da gibt es ja auch nicht aus Plastik. Das war am Anfang ganz, ganz neu. Natürlich die Unverpacktläden, die leiden jetzt momentan, weil die Mehrheit geht ja dann auch in normalen Läden einkaufen. Gibt es ja auch vieles plastikfrei, wie Drogeriemärkte und dann halt auch normale Supermärkte. Ja, man sollte mehr unterstützen, die plastikfreien Läden. Unsere hat leider zugemacht. Leider. Und der in Villingen, der macht es auch zu, habe ich gehört. Also, ja, aber die muss man echt unterstützen. Habt ihr irgendwo noch plastikfreie Läden? So, könnt ihr mal schreiben, können wir uns austauschen. Ja, so war das unsere Geschichte. Es hat echt ein Jahr gedauert, bis alles umgestellt ist. Ja, und dann nächstes Mal werde ich euch erzählen, wie es so jetzt ist, momentan aktuell, und wie es bei uns dann halt auch weitergeht. Mio, komm. Mein Hundi, ich muss mal gucken, dass sie nicht abhaut. Gell, Mio? Akita Inumix, Akita Inumix. Ihr kennt ja bestimmt den Film Hachiko. So eine ist da. Eine treue Seele, wirklich eine treue Seele. So, ihr Lieben, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ah ja, klar, und dann haben wir noch ein Jahr später gedreht. Also mit Jenk haben wir gedreht, dann Explosiv haben wir gedreht in der Corona-Zeit, das war echt heftig. Dann wurden wir ganz viel angefragt, also so ACTV, und man hat einen Wert, wo man sich nicht verkauft, meiner Meinung nach. Also einen Wert, natürlich könnten wir noch mehr berühmt werden, noch mehr irgendwie Selbstständige dadurch, aber das hat uns gelangt. Und außerdem haben wir dann auch Vorträge gemacht, und ja, so ist es jetzt. Also in diesem Sinne, einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und bis morgen.